Alle weiteren Themen dieses Tages im Europaparlament kennt Ines Arland und meldet sich jetzt live aus Straßburg. Ganz herzlichen Dank, Thomas Bade. Genau so ist es. Wir melden uns hier live aus dem Foyer des Europäischen Parlaments in Straßburg. Und wenn ich sage wir, dann ist das auch genau so gemeint. Denn ich freue mich, dass bei mir sind zwei sehr kompetente Gäste zu dem, was wir gleich verhandeln werden hier oder das Europäische Parlament verhandelt um 9 Uhr, nämlich Rebecca Harms, die Fraktionsvorsitzende der Europäischen Grünen. Schönen guten Morgen an Sie. Und bei uns ist auch Richard Sulik von der Fraktion der Europäischen Konservativen, slowakischer Abgeordneter. Und mein Kollege Thomas Bade, und deswegen die erste Frage höflicherweise nicht an die Dame, sondern an Sie, weil Sie kommen aus der Fraktion, die gestern diesen Schritt vollzogen hat mit dem deutschen AfD-Abgeordneten Rezell. Wie ist das verlaufen? Können Sie eine kurze Kommentierung abgeben aus Ihrer Sicht? Das war eine kurze Besprechung hinter geschlossenen Türen. Zwei Abgeordnete haben für ihn gesprochen. Einer von denen war Herr Rezell selbst und zwei haben dagegen gesprochen. Und danach haben wir in einer geheimen Abstimmung verabschiedet oder abgestimmt, dass der Herr Rezell ausgeschlossen wird. Das war alles. Ich habe so etwas zum ersten Mal erlebt. Ich denke, es war auch nicht nötig. Die Frau von Storch hat das viel eleganter gemacht. Und ja gut, jetzt ist es hinter uns. Okay, dann machen wir auch einen Punkt drunter an dieser Stelle und widmen uns dem eigentlichen Thema. Frau Harms, am 18. März hat der Europäische Rat doch eine ziemlich denkwürdige Entscheidung getroffen. Man hat, so sagt man das auch ganz offiziell, einen Deal gemacht mit der Türkei. Jetzt quasi aus der Sicht einen Monat später. Guter Deal? Man hat ein Abkommen verabredet, würde man auf Deutsch sagen. Das ist eine ganz schwierige Geschichte gewesen, weil, das wissen alle, die Türkei ist ein schwieriges Land, ist politisch in eine falsche Richtung unterwegs, mit Präsident Erdogan an der Spitze. Aber man wollte von europäischer Seite versuchen, mehr Ordnung und Übersichtlichkeit und Zuverlässigkeit an den Grenzen zu schaffen und für Flüchtlinge schaffen. Wie das gelungen ist, was daran nicht funktioniert, was rechtlich bedenklich ist, alles das werden wir heute hier im Europäischen Parlament diskutieren. Mehr Zuverlässigkeit schaffen, Herr Sulik, aus Sicht der Konservativen, das wäre doch auch Ihr Votum, oder? Das auf jeden Fall. Nur ich denke, man hätte das auch anders machen können. Und zwar, man hat es ja auch teilweise schon gemacht. Und zwar, schon vor dem Abkommen wurde die Grenze zwischen Mazedonien und Griechenland geschlossen. Und das ist doch die Lösung gewesen. Und das ist da auch der Grund, warum die Flüchtlingszahlen massiv gesunken ist, wegen Schließung dieser Grenze. Weil das Abkommen mit der Türkei kam ja erst eine oder zwei Wochen später. Und das ist das Erste. Und das Zweite, ich stimme Frau Harms zu, es gibt da viele offene Fragen und zudem denke ich noch, man begibt sich in Abhängigkeit von der Türkei und natürlich der türkische Präsident strotzt vor Selbstbewusstsein jetzt. Okay, dann kommen wir quasi wirklich direkt zu Herrn Erdogan, zum Präsidenten, dem Allumfassenden, der Ministerpräsident Davutoğlu spielt ja kaum eine Rolle, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, gerade jetzt auch aus deutscher Perspektive, wenn wir uns über Presse- und Kulturfreiheit unterhalten. Frau Harms, schwieriger Partner, sagen Sie, Türkei. Haben wir zu viele Zugeständnisse jetzt gemacht? Also Präsident Erdogan strotzte schon vor diesem Abkommen, vor Selbstbewusstsein und hat schon vor diesem Abkommen systematisch Rechtsstaatlichkeit nicht mehr beachtet, Pressefreiheit, die Eskalation gegenüber den Kurden und so. Wir kennen das alles schon. Trotzdem ist es eben so, dass die Türkei eines der Länder ist, in dem hauptsächlich die Kriegsflüchtlinge aus Syrien ankommen und auch andere Flüchtlinge, deren Fluchtroute endet in der Türkei oder geht über die Türkei. Deswegen, weil das eins unserer großen Nachbarländer ist, müssen wir völlig unabhängig davon, ob uns jetzt der Kurs der AKP in der Türkei passt, wir müssen zu Vereinbarungen kommen. Wir sind dann aber auch verantwortlich dafür, wie diese Vereinbarungen umgesetzt werden. Also die EU kann nicht mit einer autoritären Regierung Verabredungen treffen über Flüchtlinge. Und dann ist es der Europäischen Union völlig egal, ob Rechtsstaatlichkeit und internationales Recht verfolgt wird. Das geht nicht.
Herr Sulik, auch Ihre Position, dass wir im Grunde genommen in diesem Deal oder in diesem Abkommen, wie Frau Harm es nennt, letztendlich die Sanktionsmöglichkeiten, die die Europäer sich sozusagen selbst gesetzt haben, doch viel zu lasch sind? Die hat man sich sozusagen genommen. Ich stimme schon wieder Frau Harms. Das ist langweilig. Ja. Ich hoffe, es ändert sich. Aber jetzt mal zu der Türkei. Ja, sicherlich, die Türkei ist Nachbarland der Europäischen Union. Man darf da die Augen nicht zu verschließen. Das ist alles in Ordnung. Man hätte der Türkei helfen können bei zum Beispiel beim Betreiben der Flüchtlingslager. Das hätte man auch ohne weitere Vereinbarungen machen können. Und dieser Kuhhandel, da, wir schicken Flüchtlinge zurück und ihr schickt da, das ist eben der schlechte Punkt. Man hätte die Grenze schließen sollen und anschließend oder gleichzeitig hätte man den Türken helfen sollen beim Betreiben der Flüchtlingslager. Das wäre eine saubere Lösung gewesen. Das ist jetzt nochmal eine slowakische Position, zu sagen, bringt jetzt mal bitte keine Flüchtlinge zu uns. Es gibt ja nach wie vor keine Bereitschaft Ihres Landes, sich an den Kontingenten zu beteiligen. Das haben wir doch immer noch richtig verstanden, nicht wahr? Ja, genau. Wie Sie gesagt haben, die Obergrenze für die Slowakei liegt bei null. Ja. Frau Harms, das können Sie so nicht kaufen. Naja, wir unterscheiden uns natürlich in einem Punkt ganz fundamental. Also ich glaube nach wie vor, dass das größte Problem die Rechtsstaatlichkeit ist, die Garantierung der Rechtsstaatlichkeit bei dem Abkommen. Das sieht Herr Sulik komplett anders. Und dahinter denke ich, dass ein riesengroßes Problem ist. Und deswegen wird sich auch die Situation der Flucht nicht verändern, dass die EU zu wenig Flüchtlinge geordnet aufnehmen will. Also die Alternative zu dieser ungeordneten, was so genannt wird, ungeordneten Flucht, soll ja sein, dass wir direkt Flüchtlinge aus den großen Zentren, wo sie ankommen, in der Türkei oder Jordanien oder im Libanon, aufnehmen in die Europäische Union. Die Zahl, zu der sich die Europäer bereitgefunden haben für direkte Aufnahme, ist im Vergleich zu der Zahl der Flüchtlinge lächerlich. Die UNO hat vor kurzem eine Sonderkonferenz gemacht und gesagt, innerhalb der nächsten 2 Jahre muss 500.000 Flüchtlinge direkt übernommen werden. Das sind die, die es am meisten brauchen. Und wir operieren in Größenordnungen von einigen 10.000 in der reichen Europäischen Union. Wenn sich das nicht ändert, dann wird die Idee, dass man da Übersichtlichkeit und Zuverlässigkeit und Ordnung schafft, wird nicht aufgehen. Ja. Und diese Idee, die Sie angesprochen haben, ist ja teilweise auch gestern schon am Dienstag auch Teil der Debatte gewesen, nämlich die Idee einer geordneten Migration in die Europäische Union hinein, auch nochmal komplettiert mit einem Ansatz, den die Europäische Kommission, Herr Sulik, letzte Woche präsentiert hat, nämlich so etwas wie ein europaweites Asylverfahren. Das würde doch dem Ganzen so ein bisschen so die Schranken, also die Leitplanken geben, oder? Müsste doch auch in Ihrem Interesse sein. Naja, aber dann würden ja völlig andere Menschen darüber entscheiden, wer in die Slowakei einzieht und wer dann nicht einzieht. Und ich bin einfach dagegen, die slowakischen Bürger sind dagegen. Wenn jetzt die deutsche Regierung oder die deutschen Politiker meinen, sie müssen jetzt Hunderttausende oder Millionen Flüchtlinge aufnehmen, sollen die das ruhig machen, ist ja deren Entscheidung. Ich spreche für die slowakischen Bürger und ich sage ihnen, die sind dagegen. Und somit ist die Sache für mich erledigt. Nun muss man natürlich sagen, dass Sie nach wie vor in der Opposition sind in der Slowakei. Wir hatten am 6. März Parlamentswahlen. Die Sozialdemokraten regieren noch, sind ein bisschen schwächer geworden. Insofern ist es vielleicht ein klein wenig vermessen, wenn Sie sagen, Sie sprechen für alle slowakischen Bürger? Natürlich. Zuerst sage ich meine Meinung. Aber ich kenne ja die Launen bzw. die Ansichten des slowakischen Bürgers. Es gab ja auch bereits ein Referendum bei uns in der Slowakei in einem kleinen Ort. Da haben sich 98% der Bürger dagegen entsprochen. Es gibt ja auch verschiedene Umfragen und so weiter. Also natürlich spreche ich jetzt nicht für alle Bürger, aber glauben Sie mir, die Meinung der Mehrheit ist, keine Flüchtlinge aufnehmen. Helfen wir den Flüchtlingen, aber helfen wir denen dort. Ein Punkt, wo Sie wahrscheinlich nicht zusammenkommen werden mit Frau Harms, die wiederum die Launen, wenn ich das jetzt mal so aufnehmen darf, der deutschen Bevölkerung ganz gut einschätzen kann, auch wenn die Aufnahmebereitschaft in den Umfragen nicht mehr so hoch ist, wie sie noch im letzten Herbst gewesen ist, aber sie ist immer noch exorbitant auf Willkommen ausgerichtet. Kommen wir auf einen Punkt, den Sie beide auch schon angesprochen haben, Fortschrittsbericht Türkei, auch heute auf der Agenda und natürlich absolut im Kontext. Dieses Land bemüht sich schon sehr lange, die Europäer bemühen sich schon sehr lange. Was kann man jetzt sagen, wenn der Fortschrittsbericht 2015 heute hier auf den Tisch kommt? Gehen wir einen Schritt vor oder zurück?
Also eins kann man jedenfalls nicht sagen, nämlich dass die Europäer sich konsequent die letzten Jahre bemüht haben, guten Einfluss auf die Türkei zu bekommen, weil die Europäer haben einerseits vor vielen Jahren beschlossen, wir wollen Beitrittsverhandlungen führen und dann eigentlich geführt von Angela Merkel und Nicolas Sarkozy damals wurde entschieden, naja, aber irgendwie passt uns das doch nicht, was da beschlossen wurde und man hat den ganzen Prozess hängen lassen. Und die schwierige Situation, die wir jetzt mit Präsident Erdogan und der AKP haben in der Türkei, die haben wir nicht komplett zu verantworten, aber es gibt eine europäische Verantwortung in dieser ganzen negativen Entwicklung in der Türkei. Und wenn jetzt beschlossen worden ist, wieder systematischer Gespräche zu führen und am Verhandlungstisch zu sitzen, dann muss das meiner Meinung nach völlig getrennt laufen von der Debatte um Flüchtlinge. Und in diesen Verhandlungen müssen wir über Pressefreiheit, über die Rückkehr des Bürgerkrieges in Kurdistan und auch die fehlende Rechtsstaatlichkeit in dem Ganzen, müssen wir diskutieren. Die türkische Opposition will, dass die EU sich da engagiert, aber die will natürlich auch, dass wir das entsprechend unserer eigenen Regeln und Werte machen. Sie beobachten das schon seit 2004 als europäische Parlamentarierin. Sie, Herr Sulik, sind 2014 ins Europäische Parlament gekommen, sind seit 2009 Vorsitzender Ihrer Partei Freiheit und Solidarität, was aber, wie Sie ausdrücklich ja schon gekennzeichnet haben, quasi nur im Hinblick auf die Slowaken selbst geht, ist das Freiheitszugeständnis. Aber wenn wir jetzt bei Erdogan sind, bei sozusagen der Perspektive, die die Europäer den Türken jetzt geben. Jetzt hat Frau Harms gesagt, im Grunde genommen, wir dürfen das nicht vermengen. Es ist aber genau das passiert jetzt in diesem Abkommen. Eben, und man hat sich abhängig gemacht. Ich denke auch, wir müssen über den Bürgerkrieg mit den Kurden sprechen, wir müssen über die Pressefreiheit in der Türkei sprechen und so weiter. Aber wir können nicht, weil Herr Erdogan kein Interesse hat, weil er das nicht braucht, weil er ganz genau weiß, dass die Union ihn braucht und die werden jetzt die Augen verschließen und den Mund halten, die Herren von der Union, weil man sich eben in die Abhängigkeit begeben hat. Darauf muss Frau Harms noch reagieren. Ladies last. Es wird immer wieder behauptet, wir hätten uns da abhängig gemacht. Ich denke, dass viel davon abhängt, wie diese Verhandlungen und die Gespräche geführt werden. Die fangen ja gerade erst an. Und die Türkei ist nun mal unser Nachbarland, ein großes, wichtiges Nachbarland, für die Stabilität in der Region wichtig. Und wir machen uns da nicht abhängig, sondern wir sind Teil der ganzen Geografie und einer geostrategischen Situation, der wir uns gar nicht entziehen können. Es hört sich ein bisschen so an, als würden Sie heute und wahrscheinlich auch morgen nicht bei diesem Punkt zusammenkommen. Aber gleichzeitig liegt da noch sehr viel Arbeit auch für die europäischen Parlamentarier vor Ihnen. Die Legislatur dauert ja noch bis 2019. Da haben Sie also beide noch eine Menge vor. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Expertise heute Morgen. Rebecca Harms, die Fraktionsvorsitzende der Europäischen Grünen hier im Europaparlament, und Richard Sulik von den Europäischen Konservativen, unter anderem im Binnenmarktausschuss und exzellentes Deutsch, weil er seine Ausbildung unter anderem an der Ludwig-Maximilians-Universität in München genoss hat. Danke für das Gespräch. Ja. Okay.